Jedes Todeslager hat ein Monster. In Sobibor war das Gustav Wagner. Ein Meister des Tötens, von mächtiger Statur, rücksichtslos und sehr intelligent. Einer, der für sein Volk national denkt, das ist ein Nazi. Wie ein Alkoholiker Schnaps braucht, brauchte er Blut. Niemand konnte Wagner vergessen. Er wurde heute in Sao Paulo von einem seiner Opfer erkannt. Hast du wirklich nicht den Mut? Sei doch mal ein Mann und sag die Wahrheit. Shlomo war ein einzigartiger Charakter. Er hat Sobibor verlassen, aber Sobibor hat ihn nicht verlassen. Er ist ein Überlebenskünstler. Ich glaube nicht, dass Stanislav nur eine Person ist. In ihm stecken viele Personen. Er umgab sich mit einer Aura des Geheimnisvollen. Das liebte er. Zu der Zeit wurde viel geredet. Mein Gott im Himmel, wer hat Gustav Wagner getötet? Nimm die Schrotflinte, hol die Patronen, lauf nach vorne zum Juden. Sie kommen! Der Stanislav hatte genug Grund, mit Wagner abzurechnen. Stanislav konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Ob ich glaube, dass er Wagner getötet hat? Absolut. Es gibt da dieses Wiedersehen zweier Männer. Die Bilder von diesem Treffen habe ich mir unzählige Male angesehen. Ich bin Antonius Kempmann. Die Geschichte dieser beiden Männer treibt mich seit Jahren um. Der eine, Nazi. Gustav Wagner, genannt der Henker von Sobibor. Und der andere, Jude. Stanislav Schmeissner. Genannt Schlumm. Ich habe mich immer wieder gefragt, was würdest du tun, wenn du den Mörder deiner Familie triffst? Und was geschieht, wenn diejenigen, die für Gerechtigkeit sorgen müssten, das nicht tun? Brasilien 1978. In einer Polizeiwache in São Paulo treffen Shlomo und Wagner nach über 30 Jahren wieder aufeinander. Journalisten aus der ganzen Welt verfolgen die Szene. Gustav Franz Wagner ist ein ehemaliger SS-Mann. Er war Chefaufseher in Sobibor, einem Vernichtungslager der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Er hat sich der brasilianischen Polizei gestellt. Es ist Gustav Franz Wagner. Er wurde heute in Sao Paulo von einem seiner Opfer erkannt. Er räumt ein, dass er in Sobibor war, bestreitet jedoch, dass er jemanden getötet hat. Shlomo hat das Vernichtungslager Sobibor überlebt. Er war Augenzeuge an dem Ort, an dem bis zu 250.000 Menschen getötet wurden. Die beiden trafen sich nach 36 Jahren wieder. Es war eine dramatische Begegnung. Herr Stanislav, dieser Mann, der dort gerade hereinkommt, erkennen Sie in ihm den Chef des Konzentrationslagers wieder? Es ist der Oberscharführer Gustav Wagner, der Spieß, der Chef. Sind Sie da absolut sicher? Sicher, absolut sicher. Weißt du, was mir das bedeutet? Hast du dir das mal überlegt? Hast du wirklich nicht den Mut, zu sagen, was du getan hast? Sei doch ein Mensch und erzähl die Wahrheit.
Heute, nach 36 Jahren, sei doch mal ein Mann und erkläre dich. Schäm dich und sag die Wahrheit. Toma vergonha e fala a verdade. Um das Aufeinandertreffen der beiden zu verstehen, muss man weit in der Zeit zurückgehen. Auf einen anderen Kontinent. Sobibor wurde geheim gehalten. Es war vollkommen isoliert. Es lag irgendwo tief in den Wäldern und der Zug fuhr daran vorbei. Aber es gab ein Nebengleis, an dem man aussteigen musste. Sobibor war keine Stadt. Es war ein Dorf mit vielleicht 20 Häusern. Richard Rashke ist ein US-amerikanischer Journalist und Buchautor. Durch Zufall stößt er in den 70er Jahren auf Berichte von Überlebenden aus Sobibor. Shlomo ist einer von ihnen. Rashke besucht ihn. In Südamerika, Brasilien. Ich fragte Shlomo, wie hat Sobibor dich verändert? Er sagte, nach Sobibor habe ich nicht mehr gelacht, nicht mehr geweint, nicht mehr gebetet. Er sagte, ich fühle nur noch Hass, Zorn und ich dürste noch immer nach Rache. Ich kann diesen Ort kaum begreifen. Bis zu 250.000 Juden wurden hier getötet. Nicht einmal 300 Gefangene haben Sobibor überlebt. Bis heute existieren von dem Lager damals nur eine Handvoll Fotos, keine Filmaufnahmen. Hier auf dieser Rampe ist der Ort, wo Shlomo und Wagner sich das erste Mal begegnen. Shlomo kommt im Mai 42 an mit seiner Familie und mit seinen Verwandten. Wird hier ausgeladen. Wagner nimmt dann auch diese Lektion vor und versucht, die Arbeitsjuden auszusuchen aus dieser großen Menge an Menschen, die ankommen. Und Shlomo bietet sich selber an und geht zu Wagner hin und sagt, ich bin Goldschmied. Und Wagner erkennt gleich den Wert, den das für ihn haben kann und selektiert ihn aus der Gruppe raus. Die ganze Familie von Shlomo wird gleich hinten in die Wälder geführt und vergast. Das weiß aber Shlomo zu dem Augenblick noch nicht. Ein Feld voller Steine. Hier war früher ein Berg aus Asche. Asche der verbrannten Juden. Nichts sollte von den Opfern übrig bleiben. Die Nazis wollten alle Spuren der Tötungsfabrik verwischen. Die Schlüsselfigur in Sobibor ist Gustav Franz Wagner. Niemand konnte Wagner vergessen. Ich habe all die Überlebenden 30, 40 Jahre danach befragt. Immer wenn der Name Wagner fiel, fingen alle an zu erzählen. Jeder hatte eine Geschichte über Wagner. Alle fürchteten ihn. Wagner war Gott. Er entschied über Leben und Tod, wie lange einer noch leben durfte oder wie schnell er sterben musste. Das war Wagner. Wagner war böse, sehr intelligent, klug und gewalttätig. Um ihn zu beschreiben, müsste man sehr viel sagen. Und doch fehlen die Worte, um ihn wirklich beschreiben zu können. Sie
Ein Meister des Tötens, von mächtiger Statur, rücksichtslos und sehr intelligent. Er wusste alles, hat Angst und Panik verbreitet. Er hat alles überwacht, daran erinnerten sich viele Gefangene. Er war berüchtigt für seine 25 Peitschenhiebe. Fast jeder Gefangene, der in Sobibor arbeitete, musste sie erleiden. Und Gott bewahre, wenn einer sich verzählt hat, dann musste er wieder bis 25 zählen. Marek Bem hat eine Gedenkstätte in Sobibor aufgebaut, hat den Kontakt gehalten zu den wenigen Überlebenden. Es hat ihn immer beeindruckt, wie Shlomo es schafft, in diesem Lager zu überleben. Shlomo ist erst 15, als er Wagner das erste Mal begegnet. Shlomo war ein einzigartiger Charakter. Wir sprechen hier von einem sehr jungen Mann, der gerade zu reifen begann. Er hatte enorme Energie, diese Chuzpe, Mut und Intelligenz. Er ging zu dem, der die Selektion machte und sagte, brauchen Sie hier einen Goldschmied? Ich kann nützlich sein. Wir sprechen von Sekunden, in denen es ums Überleben ging. Wagner lässt Shlomo tatsächlich am Leben, weil er Gold schmieden kann. Shlomo muss Schmuck herstellen, aus dem Gold und den Goldzähnen der ermordeten Juden. Wagner und seine SS-Kameraden verzieren damit ihre Peitschen oder schenken den Schmuck ihren Frauen. Wagner soll besonders gierig gewesen sein. Vom Mai 1942, an dem Tag, wo sie sich hier treffen, bis 1978 in Brasilien, wo sie sich wiedersehen in einer Polizeistation, wird Wagner der Mensch sein, an den Shlomo am häufigsten denkt. Die Brutalität von Wagner, seine Schreckensherrschaft, daran erinnert sich Shlomo für immer. Plötzlich zog er ihn nach draußen, begann ihn zu treten und mit der Peitsche zu schlagen. Shlomo kniete vor ihm nieder und flehte ihn an, ihn nicht zu töten. Auf einmal, so erzählte es Shlomo, erinnerte sich Wagner daran, dass er Shlomo am Vortag eine Goldmünze gegeben hatte, um etwas Neues für ihn zu schmieden, ein Medaillon. Da ließ Wagner von ihm ab und sagte, geh zurück. Zurück in die Baracke. Über 30 Jahre später, Mai 1978. Gustav Franz Wagner plötzlich im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Er war untergetaucht. Jetzt auf einmal steht er im Rampenlicht. Ungewollt. Einer, der für sein Volk national denkt, das ist ein Nazi? Oder was ist das? Was heißt das? Ist das ein Schimpfwort oder ein Ehrenwort? Oder ich weiß nicht, was das ist. Und wie Sie im KZ gearbeitet haben, haben Sie dort viele Juden gesehen? Haben Sie dort Tote gesehen? Ach, was habe ich gesehen? Haben Sie viele Juden und Tote dort gesehen? Nein, überhaupt nicht. Wissen Sie, wie viele Juden dort gestorben sind? Keine Ahnung. Sie müssen es auch verstehen, wenn Sie in so eine Situation kommen, ja? Sie werden sich auch nicht das ansehen, was gemacht wird, was Ihnen selbst nicht gefällt. Der, den die Gefangenen den Henker von Sobibor nannten, will nichts vom massenhaften Töten mitbekommen haben. Dabei ist Wagners gesamte Biografie die eines strammen Nationalsozialisten. Er schließt sich früh der NSDAP an, bereits 1931. 1933 wird er Mitglied der SS. 1942 baut Wagner die Todesfabrik in Sobibor mit auf
prägt dann den Alltag im Lager. Wagner symbolisierte alles, wofür Sobibor steht. Den Judenhass, die Grausamkeit und sein krankes Vergnügen, Menschen zu töten. Er war das Symbol. Damit hat Wagner nicht gerechnet, Schlomo noch einmal wiederzusehen. Mehr als 3 Jahrzehnte später, am anderen Ende der Welt. Was sollte mit diesem Mann nun passieren? Er sollte ins Gefängnis und sich an all die Verbrechen erinnern, die er begangen hat. Er lebt schon seit 36 Jahren in Freiheit, während viele andere schon lange inhaftiert sind. Keine Todesstrafe? Ich bin absolut dagegen. Ich bin gegen die Todesstrafe. Schlomo wünscht sich Gerechtigkeit. Vergebens. Wagner wird weder angeklagt noch ausgeliefert. Seine Taten gelten in Brasilien als verjährt. 2 Jahre später ist er tot. Er liegt mit einem Messer im Schoß in seinem Badezimmer. Ein Stich in die Brust hat ihn getötet. Offizielle Todesursache: Suizid. Kurz darauf kommt in den USA per Post eine Karte an. Darauf das Foto des Toten Gustav Wagner und eine rätselhafte Botschaft. Es hieß, er habe sich selbst getötet, indem er sich in den Rücken stach. Daran kann ich mich erinnern. Das blieb hängen. An der Ostküste der USA, auf dem Weg zu Abraham Raab. Hierher hat es nach dem Krieg eine der wenigen Sobibor-Überlebenden verschlagen. Esther Raab. An sie war die Karte adressiert. Abraham ist ihr Sohn. Wer hat die Karte verschickt? Und was sollte sie Esther sagen? Auf dem Dachboden bei Abraham könnte die Karte noch sein. Hier liegen viele Erinnerungen. In einem Zeitungsartikel hieß es, dass Wagner gestorben war. Kurz darauf erhielten wir eine Postkarte aus Brasilien mit einem Foto von Wagner. Irgendwie nach vorne zusammengesackt. Ich glaube, auf einer Toilettenschüssel. Und im Text hieß es, er hätte Suizid begangen, indem er sich selbst in den Rücken stach. Wir haben damals darüber Witze gemacht, weil es ja sehr schwer ist, sich selbst in den Rücken zu stechen. Jemand musste ihm dabei geholfen haben. Abrahams Mutter, Esther Raab, war eine wichtige Stimme der Sobibor-Überlebenden. Die Erinnerung an das Lager und an Gustav Wagner hat sie nie verlassen. 1 Jahr vor Wagners Tod hat sie der BBC noch ein Interview gegeben über ihre Begegnung mit Wagner in Sobibor. Er lässt mich nicht los. Ich träume immer, dass er mich verfolgt. Ich habe diese Träume sehr, sehr oft. Ich kann nicht wirklich glücklich sein. Sie können nicht glücklich sein? Wer ist schuld daran? Wagner. Die Postkarte, von der Abraham erzählt, finden wir nicht. Wir bitten ihn, die Karte aus dem Gedächtnis für uns nachzuzeichnen.
Es war kein sehr detailliertes Foto. Ein Mann in einem kleinen Raum auf einem Klo sitzend. Ich glaube, er hatte kein Hemd an und Stichwunden im Rücken. Was Abraham zeichnet, sieht tatsächlich aus wie der Fundort von Wagners Leiche. Von wem kam dieses Foto und die geheimnisvolle Nachricht? Wir glauben, sie kam von Shlomo. Hatte Shlomo etwas mit Wagners Tod zu tun? Ja, das glaube ich. Und hat ihre Familie das auch so verstanden? Ja, das denke ich schon. Wir dachten, das war Shlomos Art, uns mitzuteilen, dass er ihn getötet hat, ohne direkt zu sagen, dass er ihn getötet hat. Für Esther Raab und ihren Sohn war diese Postkarte der Beleg, dass einer die Opfer von Sobibor gerecht hat. Shlomo. Ist er in Brasilien wirklich zum Rächer geworden? Wer war Stanislav Schmeissner, genannt Shlomo? Mitte der 80er Jahre begleitet ihn ein Filmteam. Brasilien ist seine neue Heimat. 1947 kommt er in Rio de Janeiro an, beginnt ein neues Leben. Er will die Vergangenheit hinter sich lassen, neu anfangen, leben. Und doch holen ihn die Erinnerungen immer wieder ein. Shlomo war außerordentlich charmant, intelligent und traumatisiert. Und alles im Übermaß. Petra Latasta-Zisch arbeitet in den 80er Jahren an einem Dokumentarfilm, in dem auch Shlomo porträtiert wird. Sie reist zur Recherche nach Brasilien und wohnt damals bei Shlomo. Das war von der ersten Minute an sehr beeindruckend. Der Shlomo hatte eine ganz ungeheuerliche, unerträgliche Biografie. Auf der anderen Seite konnte er unglaublich witzig sein. Wir haben also auch Scherze gemacht. Und er war gleichzeitig auch eine außerordentlich interessante, auf Holländisch sagt man innehmende Person. Also jemand, den man gern und mühelos ins Herz schließt. Sie haben mich gefragt, wie aufrichtig er war. Das Merkwürdige ist, dass ich ihn sogar extrem aufrichtig fand. Aber er hat eben nicht alles gesagt. Als Petra Latasta-Zisch damals Shlomo besucht, sprechen sie immer wieder auch über Gustav Wagner. Es gab keinen Zweifel daran, dass er der Meinung war, dass so ein Unmensch wie Wagner es nicht verdient zu leben. Er hat mir ein Foto und einen sehr vergilbten Artikel
vielleicht sogar mehrere Artikel gezeigt vom toten Wagner. Die waren schon ganz schön vergilbt. Und offenbar hat er da oft reingeguckt, weil das ja verbrauchtes Papier war irgendwie. Das Foto fand ich abscheulich. Und ja, er hat mir das voller Triumph gezeigt. Und ich weiß bis heute nicht, was er mir damit sagen wollte. Er war ein Rätsel. Ein Rätsel. Er hatte Waffen. Ich glaube, eine 22er, später eine 38er. Er war kein Mensch, der sagte, ich bin ein Opfer. Oh mein Gott. Manchmal konnte irgendein Jude dem Mossad auf die eine oder andere Art helfen. Der Mossad hat Kriegsverbrecher gejagt. Und wer stand auf der Liste? Gustav Franz Wagner. Oft fehlt es an Gelegenheiten. Aber als Schlomo Gustav Wagner im Fernsehen sah, ergab sich eine Gelegenheit. Denn man hat ihn in die Erde reingemacht. Das ist jüdische Leute? Das will ich Ihnen nicht antworten. Ist gut? Gut.